Hat der Jäger wieder seinen Besuch angesagt? Ich möchte wissen, was der immer von dir will. Blasi, ich kann es niemand verbieten, auf der Alm einzukehren. Auch keinem Jäger. Ich kann halt die Grüner nicht leiden. Es hat da noch keiner was getan. Ich tät's auch keinem raten. Blasi, ich kenne dich gar nicht mehr. Du warst früher ganz anders. Auch zu mir. Okay, es ist immer noch das Gleiche. Na, du meinst, es ist anders. Komm her. Du hast mir versprochen, mit deinem Vater zu reden. Das muss ich mir noch aufsparen. Zudem darf ich jetzt nicht mit solchen Sachen kommen. Blasi, es ist doch wegen unserem Kind. Ich rede schon mit ihm. Muss er den richtigen Augenblick abwarten. So, jetzt muss er aber gehen, bevor der Jäger kommt. Den treffe ich lieber woanders. Er druckt mir hinten hinaus. Bitte gut. Grüß Gott beim Kommen, viel Gott beim Gehen. Und dazwischen liegt das Grausen. Dass du immer gegen den Blasi was zu sagen hast. Weil es wahr ist. Grüß Gott, Mare. Grüß dich, Fried. Grüß dich, Lenzel. Auch so viel. Magst du eine Milch oder einen Kaffee? Wenn du einen Kaffee hast, dann möchte ich einen Kaffee mit Milch, wenn es nicht unbescheiden ist. Kannst haben. Viel Milch oder wenig? Wie du magst. Zucker? Danke, nein. War der Dr. Harlander schon da? Nein, niemand war da. Das sind die gleichen wie der Doktor. Mare, ich bleibe jetzt 14 Tage mit dem Dr. Harlander herum auf der Jagdhütte. Ich will ihn nach einem guten Hirsch führen. 14 Tage gleich? Das ist gescheit. Wir werden jetzt öfter bei dir einkehren. Ich habe aber so viel Arbeit. Oh, die nehmen wir dir nicht weg. Du, Mare, einen schönen Gruß soll ich dir sagen von meiner Mutter. Dankeschön, wie geht's ihr denn? Gut, aber so allein ist sie halt immer. Und da wollte ich dich noch mal fragen, ob du nicht doch deinen Franzl zu ihr geben möchtest. Nein. Nein, Friedel, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Schau, er hat's doch besser bei ihr als in der Pflegestelle, wo sich niemand richtig um das Kind kümmert. Grüß euch Gott! Treffpunkt Grottenalm. Das war ein guter Gedanke. Er war sicher von dir, Friedel. Oder hast du Sehnsucht nach mir gehabt, Mara? Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Doktor. Der Förster hat mir schon erzählt, was du Gutes ausgemacht hast für mich. Aber ein paar Tage schon Zeit bin ich mal raus. Der Weg da herauf war kein Pappenstiel für einen armen Stadtfrank. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Doktor? Nein, nein, danke schön, Mara. Ich möchte nichts als auf die Jagdhütte mich noch niederlegen. Denn einen Kaffee kann ich noch in Ruhe trinken.
Das kommt dem Wetter auf. Ich muss auf meinen Reviergang machen. Übrigens, nicht weit von der Alm hat sich ein Bursche mir vorbeigedrückt. Da wird schon einer von diesen Lumpen gewesen sein, die das Revier unsicher machen. Machen sich wieder Wilder bemerkbar? Ja, in den letzten Tagen ganz besonders. Das wird interessant. Der Förster hat mir aufgetragen, dass ich sie aus dem Spiel lassen soll. Ja, hat er mir auch so gesagt. Du, Friedel, den Hund lass halt bei mir, ja? Mir ist recht, Herr Doktor. Komm, Weibi. Bleib bei mir. Komm, Weibi. So, jetzt müssen wir uns aber tummeln. Sonst werden Sie noch nass, Herr Doktor. Bitte, ich mache ein. Für dich, Friedel. Auf Wiedersehen, Mara. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Der Friedel hat Verstärkung bekommen. Ja, das weiß ich schon. Ein Jagdgast, der kann uns nichts tun. Sollten wir nicht lieber warten? Bis der Sekunden Hirsch wegschießt? Nein, der gehört mir. Wenn du Angst hast, bleibst weg, Simmerl. Ich habe keine Angst, ich bin bloß vorsichtig. Es bleibt dabei, übermorgen beim Hirsch bitten. Der Jäger kommt! Simmerl, bist du blöd geworden? Dort hinein, los! Nicht, Freund. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß dich, Friedel. Du lässt mich hier ja schön hungern. Ich freue mich doch schon seit Wochen auf den Schmarrn. Sofort, Herr Doktor. Gut aufgelegt. Ich habe keinen Grund, lustig zu sein. Verdammt. Was ist denn mit dir los? Ach, nichts, Herr Doktor. Mein Gewehr weg. Was sage ich dem Förster? Wenn ich sie erwischt, dann bringe ich sie um. Was ist denn passiert? Ach, und eine saudumme Geschichte hineingekommen. Haben Sie schon einen Jäger ohne sein Gewehr gesehen? Doch, wenn er nicht im Dienst ist. Ich bin im Dienst und hab keins mehr. Da muss ich schon dumm fragen, wieso? Also dumm ist die Frage nicht. Wie werde ich beim Förster darstellen, wenn ich ohne meine Büchse komme? Aus ist völlig aus. Was gerade mir passieren muss. Der Förster wird sagen, so einen Jäger kann ich nicht mehr brauchen. Lumpen. Lass mir den Schmarrn nicht verbrennen. Ist es. Ist schon verbrannt. Bis aufs Schwarze ist er geworden, Herr Doktor. Wollen Sie lieber Geräuchertes? Nein, das hätte ich auch ohne dich tun können. Jetzt setz dich her und iss mit. Ich kann nichts essen. Mir ist der Appetit vergangen. Also dann erzähl. Es ist ja nicht gerade sehr schön, was du mir da sagst. Aber das hätte ebenso einem anderen und selbst auch mir passieren können. Ihnen nicht, Herr Förster. Ach, es passiert einem viel im Leben, was man nicht für möglich hält. Ich habe auch schon Lehrgeld zahlen müssen. Aber meine Büchse. Die haben's mir heute Nacht vor die Haustüre gestellt. Mit einer Widmung. Ein Jager ohne Büchse. Was sagst du dazu, Förster? Diese Lumpen. Da, hast einen Stutzen wieder. Danke, Herr Förster. Und jetzt wird über die Sache nichts mehr geredet. Aber eins sage ich Ihnen, Herr Förster. Bis in 4 Wochen sitzen diese Lumpen hinter Schloss und Riegel. Sei vorsichtig. Das sind gefährliche Burschen. Denen kommt's auch auf einen Mord nicht an. Ist schon recht. Also, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank, Herr Förster. Friedel, ich habe um meine Pension eingegeben. In einem halben Jahr wird's dann soweit sein. Warum das, Herr Förster? Und da habe ich dich zum Forstwart vorgeschlagen. Ich weiß ja nicht, was die hohen Herren der Stadt dazu sagen, aber immerhin probieren kann man's ja.
Das sage ich vergelt's Gott, Förster. Schon gut, Friedel. Dann kannst du ans Heiraten denken. Zu Befehl, Herr Förster. Ja, Friedel, wo kommst denn du her? Ich hab gemeint, du bist auf der Jagd, bitte. Grüß dich, Mutter. Grüß dich. Ich habe beim Förster noch was zu erledigen gehabt. Hat die Wabe den Franzl schon wieder bei dir eingestellt? Die hat ja keine Zeit für das Kind. Hast du schon mit der Mara wegen dem Franzl geredet? Ja, schon ein paar Mal, aber sie sagt weder ja noch nein. Es ist halt eine Verantwortung. Man gewöhnt sich an so ein Kind und eines Tages muss man es dann doch wieder hergeben. Ich glaube nicht, Mutter. Nein, ich habe so ein Gefühl. Mutter? Möchtest du bei uns bleiben, Franzl? Nein. Ich wäre schon ein guter Stiefvater. Du gibst also nicht auf? Nein, Mutter, ich kann's nicht. Und der Förster hat mir gerade angeschafft, ich soll mich um meine zukünftige Försterin umschauen. Oh, mein Buch, da hat's nur weit hin. Wer weiß. Jetzt muss ich aber gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben Sie was verloren, Herr Doktor? Im Gegenteil. Ich habe es gefunden. Schau mal her. Unter den Fußspuren ist eine bemerkenswert. Eine mit 9 Nägeln auf der Sohle. Das ist doch ein Hinweis. Ja, aber noch kein Beweis. Jetzt kommt es aber erst interessant. Die neue Nägelspur habe ich oben auf der Alm von der Marei auch gefunden. Bei der Marei? Ja. Haben Sie mit ihr darüber gesprochen? Nein, das wollte ich dir überlassen. Das ist ja merkwürdig. Jetzt musst du halt herausbringen, wer die Schuhe trägt. Das bringe ich schon raus, Herr Doktor. Das wird mich wundern, wenn Sie nicht dem Hülsenblase gehören. Der sich seit ein paar Tagen wieder in unserer Gegend herumtreibt. Jetzt gehen wir auf die Birsch. Grüß Gott. Was soll es sein? Zigaretten. Zigaretten. Wiedersehen. Grüß Gott. Hm. Den Mist rauche ich nicht. Was willst du dann? Geld brauche ich. Für was? Wo ist die Ware? Na, meinst du, bin umsonst da, hm? Brauchst bloß sagen, was du haben willst. Ich kann alles brauchen. In Ordnung. Und jetzt gibst du mir 50 Mark. Hinterm Haus, beim Kellerloch, habe ich schon was hingelegt. Wiedersehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist der Hülsenblase. Ja, Zigaretten hat er gekauft. Ja, da wird der Förster Freude haben, wenn der wieder im Fall ist. Ja, ist schon möglich. Ausgeschlossen. Der hat den Schuss. Willst du glauben? Müssen wir ihn suchen? Nichts ist. Schauen Sie selber. Schade. Weil es so dargestanden ist, dass man ihn mit einem Hut hätte werfen können. Da ist Schweiß.
Was war denn das für ein Schuss? Jedenfalls ein guter. Hat's einen gefehlt? Einen Schuss habe ich gehört. Es konnte ja sein, dass wir anders geschossen hätten. Das ist Anderl. Ein Jagdgehilfe von Vorderes. Da muss der Hund helfen. Jetzt zeig, was du kannst. Dort muss er liegen. Da haben sie ihn. Weidmanns Heiler, Doktor. Weidmanns Dank, Friedel. Einen schlechten Tag. Alles tut mir weh. Der Kopf und die Füße, alles. Oh, mein Bunkel, ich kenn dich gar nicht anders. Was hast du gesagt? Ich kenn dich gar nicht anders. Ja, aussehen tue ich gut. Aber wo soll denn der Humor herkommen, wenn du dein ganzes Leben so einschüchtig umeinander laufst? Damals, wie mir der Ferien nachgestiegen ist, da hätte ich zufassen sollen. Das ist aber lang her. Nein, nein, erst 20 Jahre. Allerweil in meinem Geburtsmonat, da stoßt mir mein Unverstand von damals besonders auf. Weil ich so festblind bin wie ein Eisenstanger. Nimmst dir nichts, dann hast du nichts. Und nimmst dir was, dann musst du dran tragen. Jetzt haben wir gedacht, es gibt eine nette Unterhaltung mit dir. Einstweilen wurstelst du da umeinander und redst kein Wort. Ich hab doch die ganze Zeit geredet. Aber bei dir ist halt anscheinend nicht nur der Kopf und die Füße, sondern auch noch die Ohren. So. Du, der Ferry kommt doch heute zu dir. Deswegen bin ich nämlich runter von meiner Alm. Aha, möchtest du nachholen, was du versäumt hast? Zu spät ist doch noch nicht. Ich bin immer noch eine respektierliche Person. Oder meinst nicht? Na, freilich, freilich. Schau, da kommt er ja gerade. Sogar in Begleitung. Das ist die sogenannte Fügung des Schicksals. Grüß euch. Grüß Gott. Ist erlaubt? Gern, Friedel. Heute hab ich schwer aufpackt. Ferry, mich hast du noch gar nicht angeschaut. Lass mir doch mal Ruhe. Nein, so ein Zufall. So ein Zufall. Was meint denn die? Sie freut sich, dass sie dich wieder einmal sieht. Gerade als ob es sein hätte müssen, dass wir wieder einmal zusammenkommen. Lass mir doch mal Ruhe. Sag, Ferry, kannst du dich noch ein anderes Verserl als lass mir mal Ruhe? Für die Bunkel nicht. Vor 20 Jahren hat sie mich stehen lassen wie einen verschneiten Christbaum. Ich hab doch einen Charakter. Was hat er gesagt? Dass du immer noch eine saubere Person bist. Er traut sie nur nicht recht. Ach so. Hey, Ferry, brauchst dich doch nicht zu genieren. Wo ist denn der Friedel? Der ist in die frische Luft. Und ich gehe auch gleich. Friedel! Der Kaffee. Hast du das gesucht, Friedel? Viel Besuch hast du immer auf der Alm. Ach, nicht so schlimm. Die Bunkel, die Moni und euch Jäger. Ich meine, in den letzten Tagen waren doch sehr... Der Hülsenbauer war da. Der Alte oder der Junge? Den Blase meine ich. Der Alte natürlich. Was fragst du denn so komisch? Wenn man sagt, dass Wildschützen bei dir in der Gottalm Unterschlupf finden.
Es wird viel geredet, was nicht wahr ist. Es soll besonders einer zu dir kommen, der neue Nägel auf der Schuhsohle hat. So was Dummes. Marel, sei nicht böse. Es ist meine Pflicht. Ach was, Pflicht? Wenn du nur deswegen zu mir kommst, um mich auszufragen wie ein Gendarm, dann kannst du wegbleiben. Ferry! Du bleibst doch! Lass mir mehr Ruhe! Stopp! Lass mir doch mehr Ruhe! Ferry! Schau, Marei, ich möchte viel lieber mit dir über uns zwei reden, als über diese verfluchten Wildschützen. Was ist denn dein Jagdgas anderes? Kommt aus der Stadt und schießt und schießt. Ja, aber nur, was man schießen darf und schießen muss. Diese Lumpen schießen aber alles zusammen. Dampfskills, sag egal. Sag nicht immer Lumpen. Marei. Ich muss dir noch was sagen. Will dir sagen. Na, red schon. Ich kann's halt nicht leiden, wenn über die Wildschützen so hart geredet wird. Die haben halt die Leidenschaft im Blut. Da kommen wir nicht auf gleich, Mara. Das ist für mich chinesisch, was du da redest. Friedel, ich möchte mit dir gut sein. Ich bin's dir schon lange. Du willst das bloß nicht merken. Wenn ich meinen Franzl zu deiner Mutter gebe. Ist das wahr? Eine größere Freude hättest du mir nicht machen können, Marei. Ich danke dir. Bitte geh jetzt, Friedel. Ich habe noch so viel zu tun. Für dich, Marei. Für dich, Friedel. Egal, wir so lange bei dir wollen. Und ich muss draußen warten, bis ich zu dir kann. Brauchst nicht erschrecken. Bin's bloß ich. Blasi, ich glaub gar, du bist eifersüchtig. Wäre schon möglich, dass ich eifersüchtig bin. Bist doch eine fesche Sennerin. Gib Acht, Marei. Der hat halt was Besonderes vor. Hungern tut's mich, Marei. Gleich richte dir was zu essen. Hungern tut's ihn, den Herrn Baron. Und wenn er Durst hat, muss er trinken. Und wenn er Appetit auf dich hat... Dir stopfe ich schon auf dein freches Maul, du. Lass ihn doch. Hast recht. Der ist ja narrisch. Für dich bin ich immer noch gescheit genug. Marei, die Schuhe musst du mal am Feuer trocknen. Ich bin durch die Klammer auf, da bin ich nass geworden. Ist dein Gewehr dabei auch nass geworden? Was brauche ich denn ein Gewehr, wenn es um einen Schatz geht? Geht mal rein. Lass dich schmecken, Blasi. Geht, Blasi, das versprichst mir. Wenn ich einmal dein Weib bin, dann gehst du nicht mehr heimlich in den Wald. Ja, ja, das verspreche ich dir. Mare, die Leute sagen alleweil, dass die Welt eine runde Kugel ist. Nein! Die Welt ist ein eckiger Kasten, aber für deine Augen wird auch das eckige Kugel rund. Nein, Nägel, merkst jetzt, wie eckig deine runde Welt ist? Weißt du, wenn die Jäger einen Verdacht haben? Woher sollte ich das wissen? Einen, der neun Nägel auf den Schuhsohlen hat, der Rehgeißen und Gamskids abschießt. Es geht also nicht um eine Spielhandfeder auf den Hut, wie du mir immer erzählst. Okay, Schatz, es wird noch mehr Schuhe mit neuen Nägeln geben. Das ist doch eine Sache vom Schuster. Der Erdboden schämt sich, seitdem du auf der Welt bist. Jetzt habe ich aber genug. Lass ihn, so Gott, lass doch nicht sein. Was erweist du mich denn so? Gut, dass er draußen ist. Ich werde mit dir was zu bereden. Komm, setz dich, Schatz. Wenn du mir das unterschreiben tätst, dann kannst du mir viel helfen. Es ist wegen dem Kind? Gern, Blasi, du weißt, fürs Kind tue ich alles.
ich eines unterzeichnete. Okay, Schatz, das brauchst du nicht lesen. Bloß deinen Namen sollst du hinschreiben. Nein, nein, der Mensch muss immer wissen, was er unterschreibt. Ich Endes Unterzeichnete erkläre, dass der Bauernsohn Blasius Huisen mit meinem Kind Franzl gar nichts zu schaffen hat, indem dass er der Vater nicht ist. Dass er der Vater nicht ist? Das soll ich unterschreiben? Und tu mir den Gefallen. Blasi, du willst eine andere heiraten. Ich? Der Vater will's. Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich mich mit meinem Vater verfeind. Hast recht, das wäre zu viel verlangt. Geh. Unterschreib. Schatz, vergehen's gut. Du traust dich noch von Gott zu sprechen? Zwischen uns kann's bleiben, wie es immer war. 2 Jahre lang hast du gebraucht, bis ich dich überhaupt mögen hab. Und in diesen paar Minuten hast du es fertig gebracht, dass du mir zuwider bist bis in die Seele hinein. Hättest du nicht unterschreiben brauchen? Mach, dass du weiterkommst! Du bist ein Lump! Bitte. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott, Friedel. Na, hast du was ausgerichtet? Eigentlich so viel wie gar nichts. Der Boden war schon zu zertreten. Und die Marei, hast du die nicht gefragt? Das schon, aber wie soll die denn wissen, wie die Leute zu ihr kommen, auf der Schuhsohle ausschauen? Da hast du wieder recht. Und Verdacht hat sie auch keinen. Nein? Na, hör mal auf, Friedel. Keiner von den Einheimischen verrät den anderen, wenn es ums Wildern geht. Wildern betrachten sie als ihr angestammtes Recht. Von der Marei glaube ich das nicht. Ja, weil du über beide Ohren in sie verliebt bist. Ich? Ja. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Und ich glaube sogar, sie sieht dich auch gern. Meinen Sie das wirklich, Herr Doktor? Wetten? Das war eine Reviergrenze. Ja, da gehe ich mit. Das hat der Förster verboten. Das geht die Jäger an und nicht deinen Jagdgast. Ich habe einen Wilderer gestellt, der auf mich geschossen hat. Er ist in Richtung Korkenkamm davon. Gehen wir. Den Hund lasse ich bei Ihnen, Herr Doktor. Kann ich jetzt nicht brauchen. Halt! Stehen bleiben! Jetzt können wir es aufgeben. Den Lumpen erwischen wir schon noch. Der Neunnägel. Es bleibt dabei. Vorbereitet ist alles. Der Sepp hat die Treiber beisammen. Du bleibst an der Grottenschlucht. Du bleibst unter der Scharte. Und dir? Hier habe ich ein paar genagelte Schuhe mitgebracht. Hast du einen festen Tritt? Oh, fein. Die sind sogar auf der ganzen Sohle genagelt. An meinem Hochzeitstag können wir ungestört im Wald sein. Weil die Jäger meinen, dass er was Besseres zu tun hat. Ob deine Zenzi auch damit einverstanden ist? Bei mir gilt, was ich will. Wenn man weiß, wie viel Tage ein Grund zusammenkommen muss, deine Freude haben. Ja, aber das meiste ist von mir. Ja, das schon, aber so einfach war es nicht, den Blasi zu der Heirat zu bringen. Ja, und die Zinzi wollte ja von deinem Hallo drin nichts wissen. Schau nur, wie verliebt er meine Zinzi anschaut. So? Mir ist ganz schwindelig. Aber geh, das macht gar nichts. Nicht Blasi. Sag mir Bescheid, Herzl. Ich hab ja schon so viel getrunken. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Bei mir, da dreht sich alles. Komm, austrinken. Beim nächsten Tanz verschwinden wir. Aber Blasi, das merken ja dann alle. Was geht denn uns die anderen an?
Komm. Du, Schatzerl, geh du jetzt voraus. Ich komm dir dann gleich nach. Ja, Blasi. Den Blasi, den pressier's aber. Ja, ich seh mir echte Hüsen. Ich war genauso. Das Floß ist in Ordnung. Das könnte aber schon bald kommen. Alles in Ordnung? Alles. Gut. Die anderen sind schon drum und räumen zur Grottenschlucht runter. Los! Ich weiß nur, dass sie mit einem Floß das Wildbret wegschaffen wollen. Du meinst also, dass der Blasi vom Hüsenbauern von Lengries dabei ist? Ja, der hat doch heute Hochzeit. Der ist es ja, der die Jäger ausschmieren will. Ach, den werden wir selber versalzen. Ich hätte nichts gesagt, weil ich ihn fürchte, die anderen Burschen auch. Aber ich muss es tun, weil er meinen Bruder Simmel mit in die Sache hineinzieht und der sich nicht Nein zu sagen traut. Grenzstation Lengries. Ich lauf lieber zum anderen und sage, er soll sofort zu mir kommen. Grenzstation Lengries, bitte im Rückruf, ob der Blasi Hülsen in Lengries ist. Dringend. Das ist eine pfundige Treibjagd, wenn nur die Jäger nicht mitbekommen. Halt! Ergib dich! Junge Rehe ab. Los, wir müssen verschwinden. Ich mach nicht mehr mit. Du wirst es wohl verraten, was? Nein, aber ich lasse mich nicht abgleichen wie dir. Thank you.
Ihr seid ja alte Bekannte. Wo ist der Hulsenblasi? Er ist schon weiter oben vom Floß gesprungen. Aha. Und euch hat er sitzen lassen. Ihr seid alle festgenommen. Marsch! Ach, Herr Doktor. War das heute eine Nacht? Wieso? Haben Sie und der Friedel denn nichts gehört? Nein. Wir haben um 6 Uhr zu Abend gegessen und dann habe ich mich niedergelegt. Und heute früh, wie ich aufgewacht bin, war der Friedel sofort auf der Birsch. Um 7 Uhr ist im ganzen Gebiet eine wilde Schießerei losgegangen, die ein paar Stunden gedauert hat. Ja, was war denn in der Nacht? Ja, da war es ruhig. Aber ich habe kein Auge zugetan. Wer weiß denn, wer auf wen geschossen hat? Hast du Angst um einen? Es ist doch um jeden Menschen schade. Besonders um den Blasi. Na, um den gar nicht. Aber er treibt sich um deine Alm rum. Ich habe seine Spur gesehen. 9 Nägel. Die ist doch vom Blase, gell? Ach, woher soll ich das wissen? Ich hab bloß gemeint. Monika, weißt du, was gestern Abend los war? Na, ich bin bloß her. Bei mir ist er Kuh krank. Die haben einen Doktor Maden geschickt. Der muss gleich kommen. Auf den möchte ich da warten. Ich bin auch gleich mit, denn ich habe was Wichtiges zum Reden mit ihm. Da ist er ja schon. Was gibt's Neues unten? Zuerst muss ich schon verschnaufen. Bevor ich reden kann. Wildschützen, den Meier Simmel, den Branden und den Godi haben sie erwischt. Die sitzen schon hinter Schloss und Riegel. Aber der Anführer, der Blasi, ist ihnen ausgekommen. Und die Jäger? Der Hirsch hat einen Streifschutz im Arm und der Friedel hat einen Kopfschutz. Lass mich nur ausreden. Genau 2 Zentimeter über den Kopf in seinen Hut ist der Schutz gegangen. Hätte leicht anders kommen können. Da wäre er tot gewesen, der Friedel. Oh, mein Herr Doktor. Sind Sie vielleicht auch Mediziner? So, sonst hätte ich ja gar nicht darauf gehäckseln brauchen. Aber ein Mediziner versteht ja nichts vom Vieh. Ich mache jetzt für alle einen Kaffee, ja? Halten Sie mit, Herr Doktor. Dankeschön, Mara, ich gehe auf die Jagdhütte. Schade. Für euch. Du, Dr. Martel, dich habe ich schon lange was fragen wollen. Wenn du da bloß deine Viecher kurierst, aber ich brauche deinen medizinischen Rat. Wo fehlt es denn bei dir? Hä? Wo es bei dir fehlt? Oh, überall. Drucken und stechen tut's mir. Und dann tut's immer so wumseln in mir. Und überall habe ich Kopfweh. Überall? Ja, gerade da habe ich es am meisten. Hm. Das ist ein bedenklicher Fall. Zunge raus. Ja, da kann ich ja bis in den Magen hinunterschauen. Was hast du gesagt? Was fehlt mir? Dreh dich einmal um. Hinten hinaus, da fehlt mir gar nichts. Da bin ich gesund. Umdrehen, sag ich. Oh mein, da drin rumpelt's ja wie in einer Kaffeemühle. Was hast du gesagt? Wenn du eine Kuh wärst, dann wüsste ich schon, wie ich dran bin. Was hast du denn sonst noch für Anzeichen? Freien tut mir nichts mehr. Allerweil habe ich so harte Nächte und immer träume ich von Mannsbildern. Ja, da brauchst du gar nicht zu lachen. Ich bin schwer leidend. Was fehlt mir? Kommt herein, der Kaffee ist fertig. Also red schon. Die Altjungfernkrankheit hast. Das verhaltene Geblüt hat sich auf die Nerven ja durchgeschlagen. Meinst? Ich hätte halt doch vor 20 Jahren nicht so festbleiben sollen. Aber da wird mir doch noch helfen können. Bei dir? Nein. Ja, bleib doch da. Lass mich doch nicht allein. Ich bin doch so unglücklich. Komm rein. Trink einen Kaffee. Der tut dir sehr gut. Wenn's meinst. Fährst du von Lengries? Komm, setz dich zu mir. Dankeschön. Vom Blase keine Spur?
Der ist wie vom Erdboden verschwunden. Heimgekommen ist er seit dem Hochzeitstag nicht mehr. Der Gendarm wartet auf ihn und die Zenzi, die weint sich die Augen aus. Gehen. Die Gaudi hier macht mir keinen Spaß. Bei mir ist recht. Mach aber keine Dummheiten. Allein den Blase anzugehen ist gefährlich. Ich habe heute Dienst frei. Trotzdem, kenn dich. Du, Friedel, brauchst halt nicht auf mich warten. Ich muss auf ein paar Tage in die Stadt. Du sollst noch den Hirsch angehen. Das machen wir, wenn ich zurückkomme. Wer weiß aber, bis dahin noch da ist. Wird schon. Bis gleich. Bis gleich. Grüß Gott, Mutter. Ja, Friedel, grüß dich. Du musst gleich den Franzl anziehen. Was? Ich möchte Mara eine Freude machen. Du willst den Buben mit auf den Berg nehmen? Ja, auf der Kraxen. Na, du bist wohl nicht recht gescheit. Doch, Mutter. Schau, die Mara hat den Buben schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob es recht ist, dass du dein Herz so an die Mara hängst. Ich bitte dich, Mutter, red nicht lang. Pack den Buben ein, ja? Am Abend bring ihn wieder runter. Oh, mein Franzl, was mit dir alles macht. Wenn du so laut bist, wirst du kein richtiger Jäger werden. Eine Flasche Bier wirst hoffentlich für mich übrig haben, du gottesfürchtige Seele. Hm? Ja, auf der Alm, da gibt's... Keine Sünde, ich weiß. Aber das glaube ich nicht. Laufen ja genügend Sündenbröckel umeinander. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Auf der Alm, da gibt's kein Bier, wollte ich sagen. Aber eine Milch können sie haben. Was hast du gesagt? Eine Milch? Maran Josef, sprich dieses gefährliche Wort ja nicht mehr aus. Ich bin ein gesunder Mensch, aber wenn einer zweimal Milch sagt, falle ich um und bin eine tote Leiche. Die Buckel auf der Schafreideralm, eine halbe Stunde von hier, die hat Bier. Noch eine halbe Stunde. Oh mein. Aber die schaffe ich noch. Leicht. Um ein Flascherl Bier. Also schreiten wir schnellstens zur Amtshandlung, damit ich zum Bier komme. Amtshandlung? Heute am Feiertag? Ja, bin in Vertretung eines langen Dürren, der morgen zu dir gekommen wäre. Ich kann aber noch heute. Verstehst? Weil ich immer Innendienst habe und der Arzt hat Bewegung von mir verlangt. So. Dann bin ich auch da heraufgekraxelt.
Jetzt können wir schreiben. Ich bin ja aber neugierig. So, wir können anfangen. Name? Marei Mohr. Deutsch muss ich's wissen, nicht Französisch. Marei. Meier. Meier. So. Sennerin auf der Grottenalm vom Huisenbauern. Stimmt's? So, und jetzt kommt's wichtig. Wie viele Rindviecher im Ganzen? Bis heute waren wir 40 Stück. 40. Und anderes Viehzeug? 12 Schaf, ein Geißbock und 6 Ziegen. 6 Ziegen, so. Den Geißbock rieche ich. Hab eine feine Nase. War bis vor 14 Tagen im Hauptzollamt tätig. Gibt's dort auch Geißbock? Nein, aber viel Arbeit. So viel, wie ein Hund früher haben kann. Ich vertrag's aber nicht. Wenn's einer vertragt, kann er Hofrat werden. Ich bin aber vor lauter Sitzen immer dicker geworden. So dick, dass ich fast kaum mehr in einen Sessel hineingepasst habe. Jetzt haben sie mich in den Berg versetzt. Aber was gefällt Ihnen bei uns? Ja, wenn's Bergsteigen nicht wäre und der Durst, der Durst. Also, eine halbe Stunde, sagst du, ist es noch zum Bier? Zu allem, meine ich. Gleich hinter der Alm geht der Steig hinauf. Hinauf? Oh, weh. Also dann, auf Wiedersehen. Da kommt ja schon die Ablösung. Jetzt seid's wieder 41. Mein Gott! Wie glücklich du mich gemacht hast, Friedel. Jetzt wird die Familie beisammen. Du verdienst eine viel bessere, wie ich es bin. Okay. Ein Pusser möchte ich aber doch zum Dank. Ja. Er wird müde sein. Es war nicht so bequem auf der Kax. Ich lege ihn gleich ins Bett. Darf man den nicht riechen? Ich hab der Mara den Franzl aufgebaut und das gab mir ein Einschlafen. Mein Friedel, du bist schon ein ganz Besonderer. Hat sie eine Freude, die Mara? Wow, eine narrische Freude. Sei mir nicht böse, dass ich nicht gleich rauskomme, aber ich muss das Kindl immer so anschauen. Ich hab doch die Buben deshalb aufgebaut. Mach das Fenster zu, dann könnt ihr euch besser unterhalten. Wo warst du denn am Sonntag statt? Drunt, beim Fest. Hab gleich genug gehabt davon. Die Musik war ja sehr schön, aber die vielen Menschen auf einem Haufen. Voll Teufel. Wenn man so einschüchtig lebt wie wir da hier oben, da gibt einem die Garde nichts mehr ab. Mir geht's genauso. Am liebsten bin ich auf der Jagdhütte und im Revier. Sag, Friedel, du hast doch die Marei gern. Ja, freilich, aber es nutzt ja nichts bei ihr. Sie hat doch einen anderen. Nimmer. Nimmer, schon lang nimmer. Du bist doch sonst so schneidig. Aber wenn du mit der Marei redst, dann versagt dir die Stimme oder der Verstand. Der Verstand. Was ist denn das, Friedel? Ach, nichts weiter. Ich hab den Förster ganz vergessen. Der hat den Schuss abgegeben, weil ich so lange nicht komme. Ist es auch wahr, Friedel? Aber natürlich. Ich komme dann wieder vorbei und hol den Pum ab, ja? Willst du mir nicht der Bart abtragen? Nein, nein. Ich hab's der Mutter versprechen müssen, dass ich ihn heute wieder mit herunterbringe. Schau, die Luft darum ist so stark. Glaubst du, Lenzel, dass es der Förster war, der geschossen hat? Wenn's dich beruhigt, sag ich halt ja. Aber glauben tust es nicht? Meine Mutter hat immer gesagt, glauben heißt nichts wissen. Gib dich! Lenzli, halt's hier nicht mehr aus vor lauter Angst. Angst? Um den einen oder den anderen? Dass du immer spotten musst. Was macht denn das Kindl? Das schlaft so schön ruhig. Es weiß noch nicht, wie er das Leben grauslich anpacken kann. Der Blase! Ja.
dich verstecken. Der Jäger ist hinter mir her. Du bist nicht wohl. In dein Bett. Da sucht mich keiner. Da ist das Kind drin. Unser Kind. Was? Nein. Nein. Ich finde schon ein Versteck. Komm dir weg. Oh, mach nichts. Hauptsache, jetzt kommt er nicht mehr raus. Nimm die Patronen aus dem Gewehr. Schnell. Marei. Furcht. Marei. Ich bin hinter einem her. Bist du nicht an der Alm vorbeigekommen? Nein, du blutest ja. Nicht vor Belang. Herr Astl wird mich steift. Herr Lupp ist leider weg. Ich glaub, dass er da vorbei ist. Kleine Sauerei. Jetzt packen wir den Boom ein. Bitte, Fried, lass ihn mir noch da. Nein, nein, der könnte sich da Aroma kälten. Ich hole den Franzl heran. Ich möchte es hinten einpacken. Meine Mutter hat es mir genau gezeigt. Bitte, Fried, geh nicht hinein. Was hast du denn? Marei! Halt! So ist das also. Hättest du ihn doch zusammengeschossen, den Lumpen. Friedel. Bin ungelegen gekommen heute, was? Bring das Kind raus. In die Alm gehe ich nicht mehr hinein. Muss der Marei nicht Unrecht tun. Und jetzt aber zu mir eure Ruhe. Sonst fällt er nicht sein. Na, sonst nix. Armer Franz. Bevor du gehst, musst du sagen. Da brauchst du keine Erklärung. Und den Boom brauchst du nicht zu sorgen. Der ist gut aufgehoben bei meiner Mutter. Friedel! Ich will nichts mehr hören. Musst nicht den Mut verlieren. Es ist ein bisschen viel, was auf dich zukommt. Gleich im Gasthof ab und sagen, sie soll mein Zimmer richten. Jawohl. Grüß Gott, Herr Förster. Ah, der Herr Doktor. Wieder zurück aus der Stadt. Sie sind aber lang ausgeblieben. Leider ja. Aber dafür kann ich jetzt länger bleiben. Man müsste einen Beruf haben wie Sie. Immer in einer so herrlichen Gegend. Und diese Ruhe. Ja, die schaut bloß so aus. Resel, der Herr Doktor ist da. Dringend rein. Ja, es geht recht lebhaft zu bei uns. So, den Blasi haben's noch nicht? Nein, einmal Finkenjäger seine Spur, ihn selber aber nicht. Ja, ich möchte bloß wissen, von was der lebt. Ist der Friedl auf der Jagdhütte oben? Ach, der macht mir den meisten Kummer. Ist doch der tatsächlich an dem Festtag auf den Berg und kommt mit einem Streifschuss oder einem kaputten Haxen wieder heim? Vom Blasi? Na, es ist doch nichts rauszubringen aus ihm. Grüß Gott. Hat Grüß den Gott, Wildschützen nicht erkannt, sagt er. Nicht erkannt, sagt er. Die Sache ist nicht richtig. Zuerst hat er um Versetzung gebeten und jetzt will er gar den Jägerrock ausziehen. Und die Marei? Ach, das sind alle deine Frauenzimmer, ist bockig und redet nix. Soll ich einmal vorsichtig sondieren? Ja, tun's das, Herr Doktor. Wär doch schade um den Friedl. Du bist. Auf! Hab ich denn keine Ruhe mehr vor dir? Aufmachen, selbst. Ich komm schon. Was willst du denn schon wieder?
Meister. Patronen brauche ich. Und was zum Essen? Hätte ich mich nur nicht mit dir eingelassen. Das ist heute das letzte Mal, dass ich dir aufgemacht habe. Du musst mir ein anderes Mann verschaffen. Hol dir doch eins von daheim. Schuf, du weißt ganz genau, dass daheim die Gendarmen auf mich warten. Das sind die letzten Patronen. Jetzt will ich von dir nichts mehr wissen. Du musst mir bis morgen ein anderes Mann verschaffen. Dann gehe ich über die Grenze. Warum? Steht dir doch gut dein Hochzeitswort. Es kommt ja was. Hey, Krämer, mach auf! Was ist denn los? Du lässt aber lange auf dich warten. Nachts habe ich meinen Laden nicht auf, da schlafe ich. Was willst du denn? Den Gries hat angerufen, dass der Blase sich in unserer Gegend herumtreibt. Und der Gschwendtner hat ihn um dein Haus rumstreichen sehen. Warum hat er denn da nicht gleich zugepackt? Ja, gegen den Blase hat er sich halt doch nicht getraut. Der Gschwendtner hat so tief in den Maskrug geschaut. Glaubst du, dass sich der Blase mitten in den Ort hereinbraut? Bei dir ist also nicht. Ja, wie kommst du denn auf diese Idee? Du kannst alles durchsuchen. Ich werde heute Nacht aufpassen. Gute Nacht. Nacht. Ja, dem Fredel geht es nicht sehr gut. Die Fußverletzung war doch komplizierter. Fußverletzung? Ja, er kam mit einem Streifschuss und einem verletzten Fuß bei seiner Mutter an. Um Gottes Willen, wie ist denn das passiert? In einen Steinschlag ist er hineingekommen. Ein Steinschlag? Ja, der kam nicht von ungefähr. Den hat einer ausgelöst. Hat er Blas? Dem Kind, ist dem Kind was geschehen? Nein, nichts, gar nichts. Der Franz ist bumperl gesund. Jetzt sag mir aber. Was hat sich auf deiner Alm da zugetragen? Ach, Herr Doktor, lassen Sie mich doch aus dem Spül. Aber Maria, so geht's doch nicht. Ich hab geglaubt, du hast den Friedel gern. Musst also schon reden. Der Blase ist der Vater von meinem Kind. Und deswegen habe ich den Friedel daran gehindert, ihn vor meinen Augen niederzuschießen. Ach, so ist das. Hätte der Friedel deine Notwehr gehandelt? Ja, der Blase wollte zuerst schießen, aber sein Gewehr hat versagt. Der Friedel hat nun leider aus Liebe zu dir seine Pflicht verletzt. Das überwindet er schwer. Dann sollen Sie mich dafür einsperren. Damit wäre ihm nicht geholfen. Ist es sehr arg mit der Fußverletzung vom Friedel? Kann's beruhigt sein, daran stirbt er nicht. Es geht ihm auch besser. Bloß sein Gemütszustand ist bedenklich. Sobald ich runter kann ins Dorf, gehe ich zum Friedel und bitte ihn um Verzeihung. Glauben Sie, Herr Doktor, dass dann alles wieder gut wird? Davon bin ich überzeugt. Was willst denn du? Ich brauch den Friedel. Der ist krank, zu dem kannst du nicht hinein. Ich muss ihm aber ganz was Wichtiges bringen. Kannst du ja mir geben. Lass ihn rein, Mutter. Schick dich die Mara. Nein. Die weiß gar nicht, dass ich runter bin. Was willst du denn dann? Ich hab dir was mitgebracht. Ein paar Tone. Und was soll ich damit? Die hat die Mara damals aus der Büchse vom Blase herausgenommen, damit er nicht auf dich hat schießen können. Die Mara? Ja. Warum hat sie ihn dann in der Alm versteckt? Wir haben uns alle zwei gewehrt. Wir wollten ihn nicht in die Alm hineinlassen. Mei, der Franzl. Und seine Mutter ist so schwer krank. Krank? Ja, was fehlt dir denn? Schlecht ist sie dran. Hat sich halt alles aufs Gemüt geschlagen seit demselben Tag. Ich muss den Doktor mit hinaufnehmen. Also bleib doch noch. Kann ich ja nicht. Ich hab ganz vergessen, was hast du denn an deinem Fuß? Ach, nichts. Ich hab den Fuß verknackst. Das geht schon wieder ganz gut. So, verknackst? Ja, also dann, führt dich gut, Friedel. Ja, was rennst du jetzt weg? Erzähl mir doch. Es pressiert doch wegen dem Doktor. Jetzt kaufe ich mir eine Maß Bier. Herr Förster, Herr Förster.
Und der Friedel ist heute Nachmittag fortgegangen und bis jetzt ist er noch nicht wieder heimgekommen. Ja, der hat doch einen wehen Haxen. Und der Lenzler von der Grottenalm war bei ihm. Und von da an war er ganz außer Rand und Band. Und wie ich jetzt vom Krämer zurückgekommen bin, da war er fort. Wenn der Lenzler im Spiel ist, da weiß ich, wo er zu finden ist. Ja. Na, wo brennt's denn? Ja, der Friedel ist fort. Der war heute Mittag bei mir und hat gefragt, ob nicht der Läusel begleiten kann. Er muss seinen Fuß bewegen, hat er gesagt. Ja. So. So, jetzt geh allein weiter. Du wartest hier auf mich. In einer Stunde bin ich wieder da. Ja, ist recht, Friedel. Ich muss sowieso über eine wichtige Sache nachdenken. Mit deiner schweren Krankheit scheint es gar nicht so gefährlich auszuschauen. Ich bin doch nicht krank. Und seitdem der Doktor da war, bin ich wieder ganz beieinander. Der Doktor war also doch da? Ja, der Doktor Haarlander. Aber ist doch kein Doktor für das Kranksein. Nein. Aber er hat mir gesagt, was ich tun soll, wenn wir uns wieder begegnen. Jetzt glaube ich, bin ich krank. Was hast du denn immer mit deiner Krankheit? Ja, weil ich nur deshalb aufgekommen bin. Wer hat dir denn gesagt, dass ich krank bin? Der Lenzel. Dein sauberer Fett hat mich so angeschwindelt. Der Lenzel? Das ist ein guter Mensch. Weil er so lügen kann. Mhm. Sag, Friedel, hat dir der Dr. Haarlander nicht gesagt, was du tun sollst, wenn du mich wieder triffst? Nein. Was hätte ich denn tun sollen? Du sollst mir sagen, wie dir ums Herz ist, Friedel. Wie ist dir denn? So ist mir. Auch ohne den Dr. Haarlander. Jetzt mache ich dir einen guten Kaffee. Jetzt sind es schon 2 Stunden. Um deinen Buben brauchst du keine Sorgen zu machen. Der wird schon richtig. Aus dem machen wir einen zünftigen Jäger. Meinst du nicht, dass du eine bessere kriegen tätest, wie ich eine bin? Marei. Jetzt fängt's da wieder an, wo es vor 2 Monaten aufgehört hat. Recht aus, Lenzel. Jetzt ist ausdebattiert. Morgen bestelle ich das Aufgebot. Es sind schon 3 Stunden. Und dabei habe ich ganz vergessen, über was ich habe nachdenken wollen. Ist ja wurscht. Das war aber eine lange Stunde. Oder willst du die ganze Nacht da herunter? Ja, das Ding habe ich ja ganz vergessen. Mhm, das habe ich gemerkt. Kannst du mit deinem Fuß den weiten Weg noch gehen? Hinunter geht's leichter. Da kann ich auf einen Fuß hupfen. Fertig, Marei. Komm. Sag deinem Bauern, er soll sich um eine andere Sängerin umtun. In 4 Wochen ist Hochzeit. Lenzel, das hast du gut gemacht. Ja, warum denn jetzt das? Zum ersten Mal spüre ich, dass man auch vor Glück weinen kann. Den hast du verdient. Es wären harte 4 Wochen für mich, bis zu deiner Hochzeit. Rein wollen. Ich hab nichts gehört. Da muss ich weiter. Heute kommt uns der Blase nicht mehr aus. Wir müssen ihn erwischen. Also warte doch. Ich muss dir was sagen. Der Rizzo. In der Klamm, unter dem Steg, hat der Blase das Versteck für sein Gewehr. Er muss über den Steg. Jetzt geht er in die Falle. Ja. Schrei doch nicht so. Jetzt bloß ich. Lächeln, lächeln. Halt doch ruhig. Tu doch nichts. Muss dich bloß verstecken, falls der Jäger noch einmal kommt.
Lass mich aus! Nur wenn du mit ihr reden lässt. Ja. Also, bist vernünftig. Schau mal, du kannst doch den Vater von unserem Kind nicht den Jägern ausliefern. Hast du den Stein auf den Friedel losgelassen? Ich wollte ihn bloß erschrecken, weil er immer so viel zu dir raufgeht. Ich bin halt eifersüchtig. Wo ist denn der Lenzel? Draußen vor der Hütte. Er wollte mich nicht reinlassen. Da habe ich ihn heute ein bisschen grob angefasst. Lenzel! Bleib doch da! Schau nach ihm. Lenzel! Lenzel! Der ist weg. Ich will ihn verpfeifen. Jetzt brauchen wir einen Stutzen. Die kriegen mich nicht. Ich schieße alle über den Haufen. Lass sie, um Gottes Willen. Tu's nicht. Er ist von den Jägern im Revier. Ein jeder hat ein kleines Streusel gepflückt. Dankeschön, Anderl. Viel Glück in eurer Ehe. Vielen Dank, Herr Förster. Werdet glücklich. Ich danke Ihnen für das schöne Kleid, Herr Doktor. Ich gehe wie eine Großbäuerin zum Altar.